Als es im März dieses Jahres hieß, jetzt fallen ganz viele Veranstaltungen aus, Konzerte brechen weg, keine Engagements mehr, ist das natürlich eine heftige Info gewesen, nicht nur für mich, sondern für alle Musiker. Egal ob fest angestellt oder nicht, weil es geht da auch darum, seine Kunst ausüben zu können. Der Gesellschaft und der Politik ist nicht bewusst, was hinter einem Konzert, hinter einem Theater, was da noch für Berufe daran hängen und was da alles verloren geht, was man eben als alltäglich konsumiert. Unser berufliches Leben war plötzlich einfach weg. Auf einmal, gefühlt in 5 Minuten, alles weg. Was das mit dem Psychen macht, das ist das andere. Wenn einem dann so vor Augen geführt wird, wie wenig relevant wir sind, das zerlegt einen. Man fragt sich natürlich in so Situationen ganz extrem, wofür lebe ich eigentlich? Was ist der Sinn meines Lebens? Als Künstler arbeitet man daran, dass man dünnhäutig ist eigentlich, um viel wahrzunehmen und viel herzugeben auch von sich und viel aufnehmen zu können. Wenn man in so einer Situation ist, ist man anfälliger oder verletzlicher eigentlich. Ich habe mich mittlerweile auch nach anderen Berufen schon umgesehen und habe mich beworben gehabt, hat dann leider nicht geklappt, sonst wäre ich schon weg. Ich glaube, dass unsere Musiker ganz unterschiedliche Situationen gerade durchmachen. Es gibt einige, die dankbar sind über die Zeit, die sie mit Familie verbringen können, abgesehen von der finanziellen Not, die sie jetzt vielleicht durchmachen. Aber es gibt auch die, die wirklich komplett abstürzen. Und das ist richtig hart mitzubekommen. Es ist einfach zusammengesetzt aus ganz vielen Mosaiksteinen und jeder ist individuell. Das ist nicht alles die gleiche Farbe, sondern da kommen wirklich Leute zusammen, jeder mit einem einzelnen Schicksal. Bei uns ist es so, meine Frau und ich sind freiberuflich, das heißt, da brechen einem erstmal tatsächlich alle Einnahmen weg. Und du musst überlegen, wie bezahle ich was ab, wie kaufe ich meinen Kindern neue Schuhe. Also es ist wirklich existenziell. Das ist was, was man eigentlich gerade auch in einem sehr reichen Land wie in Deutschland nicht kennt. Ich werde nie vergessen, wie schlimm das war, wie traurig ich war. Und ich muss das noch bearbeiten, glaube ich. Es wird noch länger dauern. Es kann sein, vielleicht muss der Papa doch auch was anderes machen. Sie haben beide wirklich fast unter Tränen gesagt, bitte nicht. Wir wollen, dass du Musiker bleibst, weil wir finden das so toll und wir finden das so einen schönen Beruf. Mach das bitte weiter. Und deshalb, da habe ich gedacht, gut, dann mache ich das weiter. Our job, that we are on the culture business, is to keep the wheel rolling, even slow, but we need to stay there.